Willkommen zurück in Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ich weiß immer gar nicht, ob man Amalur sagt oder Amalur, aber wenn die hier geredet haben, dann war es immer eher andersrum. Mal Amalur. Tatsächlich. Okay. Gut. Dann wissen wir das jetzt. Und was ist hier? Gar nichts? Okay. Dann müssen wir jetzt wieder hier weg und nichts zu tun. Einfach nur ein paar von diesen Dingern erlegt. Können wir hier noch was einsammeln oder war ich jetzt hier schon? Nee, hier war ich jetzt schon in dieser komischen Kugel, wo wir immer unsere Sachen herkriegen. Aber diese Geräusche hier, es ist immer so herrlich, es ist schön fantasievoll und die Musik ist toll, die Umgebung ist toll, es gefällt mir halt richtig gut. Dann laufen wir nochmal dahin, wo noch Feinde sind. Hallo, okay. Ja, wir müssen hier irgendwie mal runter, ne? Wie es aussieht. Warte, können wir das hier machen? Können wir hier. Ne, hier geht's hoch. Müssen wir hoch oder runter? Ich bin verwirrt. Hier waren wir doch auch noch nicht. Doch. Hier habe ich die gerade erlegt. Aber irgendwo sind wir jetzt hier noch nicht lang gegangen. Ich komme durcheinander. Da komme ich doch gerade her. Oder nicht? Oder kommen wir jetzt von da? Verwirrt mich doch nicht so. Bin ich doch wieder den Weg zurückgelaufen, den ich gerade gekommen bin. Das ist doch bescheuert. So, dann läufst du da nochmal lang und dann gehen wir nach rechts diesmal. Dann waren wir hier nicht. Alles so gleich aus. Hier. Dann sind da hinten bestimmt auch wieder die Viecher. Die waren ja unten. Nee, hier waren wir auch schon. Hä? Hä? Ich dachte, ich bin jetzt anders gelaufen als gerade eben. Ach. Dann gehen wir eben noch weiter runter. Irgendwann wird es ja mal einen Weg weitergehen. Vielleicht. Wo lang denn? Laufe ich jetzt hier nochmal runter, dann nehmen wir die andere Seite. Vielleicht müssen wir einfach die andere Seite jetzt nehmen. Da liegt auch noch jemand, den ich plündern kann. Ein Heiltrank geht immer. Genau, hier waren wir noch nicht. Das könnte uns weiterhelfen. Aber wir können hier immer noch nicht durch? Nö. Weil wir diese komischen Türen wahrscheinlich öffnen müssen. Dann laufen wir diesmal nach rechts. In der Hoffnung, dass ich hier jetzt noch nicht war. Ich glaube aber, das sieht ganz gut aus. Ja, hier waren wir noch nicht. Ja, zusammen kriegen Gib wir das nicht ganz auf, gut. bevor es vorbei ist. Mache ich doch auch gar nicht. Gib doch nicht auf. Ich doch nicht. Gib nie auf. Langbogen haben wir bekommen. Schau ich mir jetzt aber mal nicht an. Komm mal her, du. Ja. Wenn deren Panzerung weg ist, dann läuft es auch immer ganz schnell. Aber mit ist es halt ein bisschen schwieriger. So, hier ist wieder so ein Ding. Haben wir die jetzt alle gelöst? Weiß ich nicht, ob wir die alle gelöst haben. Wir gehen auf jeden Fall mal hier weiter und schauen mal, was hier noch kommt. Oder war ich jetzt hier schon? Oh, Orientierungssinn und so. Ja, natürlich war ich hier schon. Was mache ich jetzt? Kann ich jetzt hier in die Mitte, wo wir vorher irgendwie nicht
weiß ich nicht. Können wir jetzt hier irgendwas machen, was vorher nicht ging? Vielleicht, weil wir das jetzt gelöst haben, können wir da durch die Mitte, wo vorher zu war. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich wieder hier oben. Ich krieg einen Rappel. Wenigstens noch was geplündert. Immerhin. Laufen, 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 laufen. Schön zurück. Ja, jetzt ist hier frei. Das war doch vorher nicht offen. Haha, okay. Wird auch automatisch gespeichert hier. Das finde ich gut. Oh, wer ist denn da? Das ist das dieses Ding, was wir irgendwie jagen sollen? Yay. Weg da, weg da, weg da! Boah. Kann ich mal näher ran? Ich sehe gar nichts. Komm, schnapp ihn dir. Was für Maus? Ich hab keine Maus. Der Ring ist nah. Komm. Was denn, kommt hier auf einmal mit Maus? Ich spiele doch hier die ganze Zeit mit Gamepad. Was war das denn hier? Irgendetwas an diesem Ort fühlt sich falsch an. Ich spüre ein Übel in Gorgoath, aber ich weiß nicht, was es sein könnte. Ah, okay. Hallam der Weiße. Vielleicht reden wir mal überhaupt mehr mit ihm. Alle Feinde kennen den Geschichtenerzähler. Er ist seit Beginn des ersten Frühlings der Hüter der Erzählung. Ich bin nämlich gerade irgendwie gar nicht drinne in dem Quest, was hier eigentlich los ist. Ich bin Fikon, ein Sucher nach Ansehen in der gesamten Welt. Ich habe zahlreiche Balladen für mich beansprucht, doch keine ist derart bedeutend wie jene, die vom Hof der Zauber gesungen. Ich meine, wir hatten ja... Dies ist mein dritter Versuch, einen Sitz im Haus der Balladen zu erringen. Vielleicht wird es ja in dieser Erzählung wahr. Der will einfach nur in so Geschichten rein, okay? Ich meine... Das gefällt mir nicht. Ja, aber ich dachte, wir hätten eigentlich mit ihm auch schon mal geredet. Naja, gut. Wir haben es geschafft hier, mit der Special-Kraft... Aber, Irgendetwas an diesem Ort fühlt sich falsch an. Das gefällt mir nicht. Macht ja nichts. Wir kriegen das alles hin. Ich bin nur manchmal ein bisschen noch verwirrt. Wo ich jetzt hin soll, wie ich am besten kämpfe. Und obwohl es jetzt schon ein paar Parts sind, aber man braucht ja doch ein bisschen. Was ist jetzt hier? Der liegt hier weiter. Okay, dann laufen wir mal weiter nach Norden. Mal gucken, was hier kommt. Weil irgendwie hat er ja noch ein schlechtes Gefühl und... Etwas Übles ist hier in der Höhle. Ja, laufen wir weiter. Aber sieht so toll aus mit dem Baum. Echt total schön. Wenn er jetzt hier nicht so im Weg stehen würde, wäre es auch ein schönes Screenshot. Passiert jetzt hier was Schlimmes? Feinklinge des Gesangs, Siegelring der Balladen. Wie kann das sein? Sir Zagrel ist tot. Ich verstehe das nicht. Eine derartige Tragödie war nie Teil dieses Liedes. Nicht in allen Zyklen der Erzählung. Am Ende dieser Ballade besiegt Zagrel den Grabmorker. Er ist siegreich. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist, aber irgendwie hat sich das Lied von Sir Zagrel verändert. Hört nur, wir sind nicht allein. Oh-oh. Das gefällt mir nicht. Oh Gott, was ist denn jetzt hier? Oh, da hinten kommt einer. Oh, was ist das denn hier? Ja.
ist los? Boah, was geht denn hier ab mit denen? Mein lieber Schwan. Nee, nicht Quest. Was will ich denn jetzt hier eigentlich? Inventar. Konsumgut. Ein bisschen hier was schlucken mal. Wow. Oh, die weichen auch voll aus. Mein lieber Schwan, ich habe ein bisschen Schiss hier gerade. Das ist ganz schön heftig. Oh, ich kann auch nicht ausweichen. Ja, komm, hau ab. Oh, das ist heftig. Weg da, weg da, weg da. So, jetzt bist du dran. Oh, heftig. Puh. Jawoll, endlich geschafft. Boah, das war jetzt echt nicht ohne. Das war schon krass. So, jetzt nehmen wir von ihm das auch nochmal. Was auch immer. Und wo ist jetzt mein Freund? Ist der schon längst tot oder was? Krasse Scheiße, echt. Vor allem, dann haben sie da so mehrmals mit Magie drauf gebombt und ich konnte irgendwie gar nichts mehr machen. Hier sind jetzt noch Boggarts, die will ich auch nochmal loswerden. Wo ist mein Freund? Mal das Blocken versucht ein bisschen zu üben. Das muss ich mir auch nochmal aneignen irgendwie. Wir haben ja jetzt so ein Schild und das ist auch, was sammle ich das Zeug ja eigentlich immer ein, wenn da sowieso nichts zu finden ist. Wo ist jetzt der Typ, der mit uns gekämpft hat? Ist der tot oder liegt der jetzt hier rum oder ich will nicht, dass der tot ist. Habe ich das jetzt schon eingesammelt? Nee. Du hast Chakrams erhalten. Chakrams sind Nahkampfwaffen mit mittlerer Reichweite, die von Magiern bevorzugt werden. Aha. Ja, die haben wir auch noch gar nicht benutzt gehabt, das stimmt. Sind die denn aber besser? Feinklingen des Gesangs haben wir hier auch. 15? Die machen Schaden von 23, dann nehmen wir doch mal die Dinger. Die Feinklingen des Gesangs, es sei denn... Was, Langschwert des Aderlasses, das klingt auch nett. Hier haben wir die Chakrams, 32. Okay, dann machen wir mal einen aufs Xena. Oh, la, 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 la. Und los geht's hier. Probieren wir die mal aus. Okay. Wenn man die so auflädt, hat es auch was, definitiv. Und dann nehmen wir mal hier die Sachen wieder mit und überhaupt. Ja, eigentlich, wir entwickeln uns ja doch in interessante Richtungen. Hier mit dem Charakter lässt sich sehr viel bauen und basteln irgendwie, je nachdem, wozu man auch Lust hat mit den Waffen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, finde ich.
Aber mir macht es halt gerade ein bisschen Sorgen, wo unser Typ ist. Jetzt komme ich hier wieder nicht weiter. Doch, ich komme hier weiter. Dann laufe ich mal ganz schnell zurück. Ich hoffe, er ist einfach nur rausgelaufen und nicht gestorben. Er hatte ja auch ein schlechtes Gefühl. Und ich konnte ihm so nicht helfen. Magic-Tante, Weichkrabbelpulver, das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Hier liegt noch jemand. Ein Leichnam, aber hoffentlich nicht unser Freund. Nein, das war eine Frau. Das war jemand anderes. Wehe, wehe. Und dass diese Dinger auch immer wiederkommen, das ist ja auch nicht so toll. Und vielleicht sollte ich auch mal nebenbei mich um meine Heilung kümmern. Das wäre auch total gut. Wunderbar. Die einfachen Tränke reichen ja bisher auch immer. Och, ich habe keine Lust mehr. Leute, nervt mich doch einfach mal nicht mehr. Ich will einfach nur noch raus aus der Höhle. Ist das zu viel verlangt, dass ich hier einfach nur noch mal raus will? Weil ich habe ja gemacht, was ich tun sollte. Und jetzt halten wir uns ganz schön lange schon hier auf. Und es kommen immer wieder neue Dinger. Monsterchens. Oder das. Na endlich, raus mit dir. So, gibt's jetzt hier eine Möglichkeit, wieder schnell hinzureisen? Das wäre super. Zum Hall am Weißen, genau, da... Schnellreise? Kannst das nicht? Ach, weil wir schon da sind. Echt? Ist das hier direkt in der Nähe? Geht gar nicht besser, schneller. So, das hättet ihr wohl gerne hier, mich immer aufhalten wollen, von wegen. Na gut, wenn das hier in der Nähe ist, dann können wir da ja nochmal zurücklaufen. Wo ist der Typ hin? Hey, wollte dich doch nicht vergraulen. Ich habe mich doch auch um die Monster gekümmert. Das Haus der Balladen. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Ach, wir sind beim Haus der Balladen wieder, hier in meinem Lieblingsort. Noch. Wer weiß, was noch vieles Tolles, Schönes kommt. Aber vielleicht hat er jetzt seine Siegerehrung bekommen im Balladen. Vielleicht kommt er ja jetzt vor und kann sich freuen. Hof der Zauber, gehen wir doch mal hin. So, na? Lebst du? Das ist ja beeindruckend. Ein Kind des Staubs hat den Graborka besiegt. Ihr habt euch wahrlich eine Legende geschaffen, meine Liebe. Euch wird der Sitz von Sir Sagrell mit allen dazugehörigen Privilegien verliehen, einschließlich der Mitgliedschaft im Hof der Zauber. Doch leider bleibt uns keine Zeit für Feierlichkeiten. Es gab einen weiteren Zwischenfall. Der König schickt nach euch. Was ist denn mit dem anderen? Habe ich den nicht beschützt? Ich glaube, ich muss mir meine eigene Aufnahme angucken und gucken, ob er irgendwie gestorben ist, weil er hatte ein ungutes Gefühl, oder ob er weggelaufen ist. Das ist mir echt nicht aufgefallen, aber es ist ja nicht Hallam der Weiße gewesen. Welcher Zwischenfall? Einer, der Sagrells Tragödie nicht unähnlich ist.
Eine weitere unvorhersehbare Verkettung von Ereignissen. Die Ballade von Blutgebein hat eine unerwartete Wendung genommen. Der große Sir Ferrara wurde entsandt, um sich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Doch er wird eure Hilfe brauchen. Denn so wird das Lied gesungen. Okay, warum braucht er mich? Sir Ferrara fällt in jeder Erzählung durch Blutgebeins Hand. Und doch wird er nicht dem einsamen Tod in der Kälte von Uduat überlassen. Sir Zagrel, sein ritterlicher Gefährte, eilt ihm zu Hilfe. Zagrel erweckt den gefallenen Helden wieder zum Leben und holt ihn ins Licht des Sommers zurück. Ohne Zagrel, ohne euch, kann diese Ballade nicht gesungen werden. Okay, worum geht es in dieser Ballade? Sir Ferrara verfolgt den Schurken Blutgebein in sein Versteck und rettet das Mädchen, wobei er sich selbst opfert. Seinen eigenen Ruhm zum Wohle einer anderen aufzugeben, ist Ferraras selbstloseste Tat. So war es schon immer und so muss es für alle Zyklen bewahrt werden. Okay, dann bin ich bereit. Hervorragend. Sprecht mit König Wensten im Oratorium. Es steht auf dem Gipfel von Ettinmeer, wo es einst die Herren und Herrinnen des obersten Hofes beherbergte. Nehmt diesen Trank. Ihr werdet ihn brauchen, um Sir Ferrara ins Leben zurückzuholen. Falls die Sterblichen nicht kürzlich eine Methode der Wiederbelebung entdeckt haben, ist er unsere einzige Option. Ihr werdet wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, ihn zu verwenden. Und nun geht und sucht König Wensen auf. Die Erzählung liegt jetzt in euren Händen. Wo liegt denn das Oratorium? Der Hof der Zauber ist nach Süden gezogen, um sich der Bedrohung zu stellen und die Gerüchte auszumerzen. Er hält sich im Haus des Oratoriums auf, in Ettinmeer. In Ettinmeer, okay. Gut, ja, noch irgendwas? Wiederbelebungstrank? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, er ist ein Trank, den ich mit Hilfe mehrerer Gefährten hergestellt habe. Er wird Sir Ferrara von der Schwelle des Todes zurückholen. Sofern er richtig angewendet wird, natürlich. Ja, das kriegen wir hin. Diese Ballade erfordert sein Überleben. Und da der übliche Zagrel nicht hier ist, um ihn zu retten, müsst ihr es eben tun. Gut. Lebt wohl. Lebt wohl. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Wir haben aber noch hier einen Stufenaufstieg, das wollen wir nochmal eben hier zusammen machen. Alchemie habe ich noch gar nichts gemacht, Schmiedekunst auch nicht, trotzdem, ja. Hier ist doch immer jetzt so ein Strich. Heißt das denn nicht, dass da jetzt schon mal ein Punkt gegeben wurde oder nicht? Weil Schlösserkunde, da wo keiner ist, also dann wundert mich, weil Sinnesschärfe, dachte ich, hätten wir ja schon gemacht. Ja, dann nehme ich mal... Ich dachte, Sinneschärfe hätten wir schon mal gemacht. Tja, ich weiß auch immer nicht, was ich jetzt am besten nehme. Sichtweise argloser Charakter, während du verstohlen bist, erhöht die Dauer, die du verborgen bleiben kannst. Weiß nicht, was hier besser gerade ist. Verringert die Schwierigkeit beim Bann magischer Schutzzauber. Ich würde gerne noch mehr Informationen haben. Du kannst bei dem Versuch, einen Schutzzauber zu bannen, einmal scheitern, bevor er explodiert. Nehmen wir mal Sinnesschärfe. Wie sieht genauso aus? Hä? Bestätigen. Bin ich wieder hier, wo ich schon mal war. Aber wir können jetzt auch nicht die nächsten hier nehmen. Genau, was ich zuletzt auf jeden Fall noch machen wollte, war ja das mit den Dolchen und so. Dann nehmen wir mal das hier. Nehmen wir da mal einen Punkt.
Nach unzähligen Übungsstunden beherrschen nun die Feinklingen die bevorzugten Waffen der Sommerfeinen. Okay, cool. Aber keine Ahnung, welche Waffen ich jetzt überhaupt haben will. Auf jeden Fall können wir dann anscheinend, was vorher nicht ging. Hier haben wir die reine Muskelkraft. Hier haben wir die, das mit den Schilden. Nehme ich mal davon auch mal ein. Dann werden mir auch wieder Sachen freigesetzt. Und was wird hier zum Beispiel? Was ist das hier? Lass den Boden erbeben, um Gegnern in einem bestimmten Gebiet Schaden zuzufügen. Wirke den Zauber mehrmals schnell hintereinander. Finde ich gar nicht schlecht. Was haben wir hier? Dein drohender Tod gewährt dir die Chance auf einen Lebensschub. Verleiht dir die Möglichkeit, deutlich höheren Schaden. Das finde ich auch gut. Das nehme ich mal und bestätige das Ganze. Und kann jetzt hier wieder, ja, das bestätigen anscheinend, ob ich ein Speer oder sonst was bin. Duelland. Mit diesem Schicksal bringst du den Gegner in kürzester Zeit Schrecke. Das nehmen wir mal. Von allem ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube auch, von allem ein bisschen irgendwie, sonst ralle ich es auch nicht. Ballade von Blutgebein ist das, was wir als nächstes machen wollen. Techniken haben wir jetzt hier wieder wahrscheinlich neue Sachen drinne, aber das ist ja alles immer auch noch nicht so einfach, muss ich sagen. Die Gegenstände gucke ich mir im Nachhinein halt an, offline, und dann, wie gesagt, geht's beim nächsten Mal weiter mit Quest Pipapo. Mal gucken, wo wir dann hingehen. Bis dann!